Willkommen zurück, Freunde der Retro-Spielunterhaltung hier auf Nussknackers Welten. Wir haben jetzt im Goblins LP das Spiel einmal durchgespielt und werden nun, wie es sich gehört, das Spiel noch einmal im Schnellvorgang durchziehen tun. Denn wir wissen ja jetzt, wie es geht. Betrachten wir nun noch einmal, wie der König gewählt wird, weil warum nicht? Kann man ja auch mal tun. Wer mag das sein? Goblins, wieder einmal. Willkommen zurück. So, unsere Helden sind wieder da und wir legen auch gleich los. Wir wissen ja, wie es geht, also wird erstmal unser guter Krieger hier gegen boxen. Gut, wir haben, wie man sieht, ein Horn heruntergeschlagen. Wir nehmen unseren Techniker-Kobold dieses Horn. Das ist das mit dem Greifen, ne? Weißt du doch. Dann gehst du mal dahin. Das mache ich einfach nur aus Showgründen, damit man sieht, was er macht. So. Da, wir haben einen Ast bekommen. Diesen Ast verzaubern wir nun. Ja, verzaubern, bitte. Und wir haben eine Hacke. Da wir jetzt Hacke sind, nehmen wir mit unserem Techniker, der alles benutzen und tragen kann, diese Hacke und haben das Level geschafft. Weiter geht's. So, nächstes Hindernis. Wir müssen mit der Hacke hier etwas aus der Wand schlagen. Das können wir schaffen, indem wir erst einmal mit unserem guten Zauberer diesen Apfel größer machen. Und diesen Apfel größer machen. Also quasi die beiden rechten. Gut. Das war seine ganze Aufgabe hier in diesem Level. Nun kommen wir zu unserem Krieger. Er hat auch die unglaubliche Aufgabe, die Äpfel hier vom Baum zu lösen. Das ist Nummer 1. Er klang wie ein Gummiball. Die große Frage, die wir jetzt natürlich haben: Haben diese Äpfel noch genug Vitamine? Ich meine, sie sind gewachsen, aber großgezüchtete Dinge heißen natürlich auch öfters mal, dass da Vitamine und Nährstoffe zu kurz kommen. So, wir werden diesen Apfel benutzen, um die Lücke hier zu füllen. Einer reicht natürlich nicht. Ja, okay. So, dafür nehmen wir den zweiten hier auch noch. So, und das gleiche nochmal. Wir greifen wieder zur Hacke.
und schlagen mit der Hacke das Glitzerding aus der Wand heraus. Und es ist ein Diamant. Gut. Nächstes Level. So, das Level wird unglaublich schwer. Wir gehen mal kurz zur Tür. Und wir... Okay, das ist ein Grund zurück. Das war nicht mein Auftrag hier. Und wir zeigen den Diamanten mal kurz vor. Damit werden wir gerne eingelassen. Okay. Das war schon wieder. Das Laden der Levels dauert länger als die Levels selbst. Aber das seht ihr zum Glück ja nicht. Ich schneide den Ladebildschirm hier heraus. Guti, der lustige Hexenmeister hier möchte gerne den Diamanten haben. Den können wir ihnen nicht so einfach geben. Wir müssen hier erst einmal den Diamanten auf dem Boden liegen. Das ist wichtig. Wir haben das Problem. Wir kommen nicht zum Hexenmeisterin. Die Pflanze würde beißen und, naja, er kann nicht klettern. Das kann nur er, unser Krieger. Aber, damit wir darauf kommen, brauchen wir eine geeignete Leiter. Wir zaubern die hier mal kurz größer. Gut. Und jetzt kann der Krieger dann nämlich rauf. Passt mal auf. Gehst da hin, du gehst da hoch und du wartest da vorne. Denn, wie gesagt, die Pflanze ja beißt. Wir nehmen unseren Techniker und greifen uns das linke Töpfchen. Nicht das rechte Töpfchen, wir nehmen das linke Töpfchen. Wir haben Topf 1. Und Topf 1 benutzen wir, indem wir da runtergehen wieder. Ich muss aber kurz so direkt steuern, weil die Steuerung ist sonst doof. Wir benutzen die mit der Pflanze. Da Pflanze, guck mal. Eine Biensche. Hat der Bienchen gefressen? Ist die Pflanze froh. So, jetzt können wir durchgehen, vorbeigehen und boxen gegen das Buch. Jetzt haben wir einen Weg nach oben. Den kann er benutzen. Also packt er den Topf weg, nimmt die Diamanten wieder und geht darauf. Und schweren Herzens trennen wir uns nun von dem Diamanten. Bitteschön. Hurra! Es geht weiter, das war schon. Wir werden in den Untergrund geschickt. Dieser Hexenmeister verlangt von uns die Schätze der Erde, den Erzgeist, den Trunk von Arachnide und die kahle Pflanze. Und dies, um unseren König zu heilen. So, da sind wir in einem der längsten Levels überhaupt in diesem Spiel. Das liegt mehr an den Wegen hier. Okay, zuerst einmal schicken wir jetzt unseren Krieger hier herab. Dieses kleine Viech hier brauchen wir nicht beachten, das ist nur Zierde. Man kann damit interagieren, aber das richtet nur Schaden an unserer Lebensleiste hier. Die ist keine Zierde, die ist leider dafür da, um uns zu zeigen, wann wir sterben werden. So, du gehst ja runter und wartest da. Als nächstes kommst du da runter und wartest da. Ja, lass dir ruhig Zeit. Gut. Und die wichtigste Aufgabe hat er. Wir sehen vor der Hand hier diesen kleinen Schniepel. Den da. Und da wollen wir jetzt hin. Wir wollen dahin. Wir gehen dahin. Wir lassen uns ein bisschen Zeit damit. Ist ja auch kein Problem. Und den verzaubern wir. Wachse. Gut, er ist nun gewachsen. Und da er nun gewachsen ist, kann er darauf klettern. Das macht er auch.
und haut der Statue gleich eins aufs Auge. Gut. Du stellst dich schon mal dahin und wartest da. Doch zuvor hat er noch eine Aufgabe. Du gehst da mal rauf. Denn wir sehen diesen vernünftig aussehenden Sarg, so muss er sein, wahrscheinlich Eichenholz mit Goldverzierung obendrauf. So will ich später auch mal haben. Wir kommen nicht durch, wir kommen nicht dadurch. Wir müssen dadurch, aber er steht im Weg. Und sagt dann Buckelfitz, deswegen brauchen wir eine Ablenkung. So, wir zaubern daran und jetzt geht's auf Zeit. Da, wir haben irgendwas ausgelöst, wir gehen doch gleich wieder. Wir verstecken uns ja mal kurz im Schädel. Wir dürfen die schreckliche Kreatur daraus nicht sehen. Deswegen verstecken wir uns da jetzt. Dahinter. Da so ungefähr. Würden wir sie sehen, dann würde sich unser Zauberer erschrecken und wir würden wieder Energie verlieren. Das wollen wir doch nicht. So, es ist außer Sicht. Wir stellen es mit auf die Zunge hier drauf. Und nun kannst du, mein Freund, der Statue wieder eins aufs Auge geben. Und wir sind safe. Wir müssen nur noch warten, bis die Mumienkreatur da ihn hier verscheucht hat. Da können wir wieder runter. Ja, wir warten dann mal, ne? Und was habt ihr so letzte Zeit so gespielt an älteren Spielen, neueren Spielen, älteren Büchern, neueren Büchern? Eventuell sogar Filme und Serien? Wie man das neuerdings so macht? Ne? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, da lässt er sich aber mal Zeit, ne? 'Fürchte dich. So, das war jetzt bereits die beste Szene aus dem Spiel. Danke fürs Zusehen, ne? Ciao. Okay. Dann werden wir unsere Freunde mit dem toten Froschaugenblick mal gleich wieder runtersetzen hier. Jetzt kann nämlich unser Freund hier The Pills nehmen. So, diese wundervolle Soundkulisse sagt uns, dass wir jetzt hier den Pilz genommen haben. Bevor es weitergeht, müssen wir kurz warten, bis die Mumie wieder im Sarg ist. Ich hätte es vielleicht anders programmiert, dass man dann gleich weitergehen kann, sobald man den Pilz hat, aber naja, da kam ich wohl ein paar Jahre jetzt zu spät. Dumm. Gut, weiter geht's. Jetzt wisst ihr, warum das Level so lang war. So, wie ihr seht, wir brauchen das Gift der Arachnide. Hier ist eine Flasche. Da ist auch eine Flasche, aber anderes Label. Das heißt, ist es wahrscheinlich nicht. Wir kommen nicht so einfach hier dran vorbei. Da müssen wir uns vorher drum kümmern. Das machen wir, indem wir unseren Krieger nehmen, der gut klettern kann. Der stellt sich mal dahin. Und dann geht er da mal rauf. Und dann zieht er diesen seidenen Faden. Nicht am zweiten, nicht am dritten, nein, an diesem zieht er. Das ist zufallsbedingt, scheinbar. Er zieht halt an einem der seidenen Fäden. Ist auch egal, wir haben noch genug Leben. So, erst nun zur Seite. Das bedeutet, du gehst erstmal dahin. Und du, mein kleiner anderer Freund, schnappst dir die Pistole. Wir haben dann die Pistole und quasi das ganze Spiel durchgespielt. Da wird die Herausgabe der Voodoo-Puppe, mit der unser König gefehlt wird, mit Waffengewalt erzwingen können. So, erstmal sind wir jetzt mächtig und beeindrucken diese tolle Spinne hier mit. Piu, gut. Die Spinne verzieht sich, wunderbärchen. Okay, wir gehen zurück. Wir wecken dann mal diese schlafende Spinne auf. Der sitzt auf irgendwas drauf. Und das, was sie da hat, wollen wir auch. So, einmal dahin, einmal dahin. Man kann nicht direkt auf die Spinne zielen hier aus irgendeinem Grund. Man muss hier unten schießen. So. Und dort haben wir nun das weiche Kissen. Das nehmen wir.
Gut, wir haben nur ein Kopfkissen. Und das Kopfkissen platzieren wir aus Gründen hier unter der Spinne. So, gehen wir kurz zur Seite, damit wir sehen, was passiert. Zaubere die Spinne an. Da, uns verliert das Gift der Arachnide, das, was wir haben sollen, müssen. Und wir schnappen es uns gleich mal. Es wäre übrigens zerbrochen, wenn wir das Kopfkissen nicht hingelegt hätten, was uns Schaden zugefügt hätte, aus irgendeinem Grund. Gut, das Kopfkissen genommen, weil es halt überlappt. Das Gift, bitte. Gut. Und das war das Level. Auf zum nächsten. So, das Gift haben wir. Jetzt geht es weiter. So, wir haben hier oben ein kleines Beutelchen. Das wollen wir gleich haben. Doch zuerst einmal stellen wir unseren Krieger dahin. Aus Gründen. Mit ihm kann man nämlich gut hauen. Dafür brauchen wir ihn später. So, wir haben da oben ein Beutelchen. Aber das Beutelchen können wir nicht gleich so nehmen. Da brauchen wir unseren Magier. Und der wird da mal kurz drauf zaubern. Denn wenn wir es so nehmen würden, würden wir herunterstürzen und sterben. So, wir stellen es einmal hier oben auf den Ast. Und du, mein Freund, nimmst nun das Beutelchen. Dieses Beutelchen benutzt du da unten, denn es sind Samen. Und diese Samen streuen wir jetzt, weil wir wollen die kahle Pflanze. So. Er streut nun die Samen und er hält sich bereit. Gleich kommen Vögel. Bams. Die Vögel laufen in Schrecken davon. Und wir verzaubern jetzt die Wolke, die dort kilometerweit im Hintergrund ist, damit hier aus irgendeinem Grund jetzt die kahle Pflanze wächst. Und wie in allen wichtigen Gegenständen, man kann sie nicht direkt nehmen, man muss direkt drauflaufen hier. Dann hat man sie. So, da ist der Hexenmeister. Ja, ich komme auch schon. Gib mir das alles. Gib es her. Hier ist das Gift. Sehr vertrauenswürdig natürlich, der Mann, ne? Klar. Der Pelz, wow, geil. Gib. Und hier ist die kahle Pflanze. Ja, geil. Ich hab euch reingelegt, doch. Ihr Narren. Das war's. Level geschafft. Vielen Dank, ihr kleinen Erdgeister. Ein Zauber hinderte mich daran, die Schätze selber zu holen. Alles in allem wart ihr mir eine große Hilfe. Daher behalte ich euch auf in den Kerker. So, wir sind nun eingesperrt, wie es sich gehört für kleine Erdgeister-Kobolde. Und wir haben hier eine wichtige Aufgabe. Zuerst einmal werden wir jetzt uns mit dem Krieger dahin stellen. Den brauchen wir gleich. Ist nicht zeitlich begründet oder sowas. Wir brauchen erstmal jetzt auch den Magier. Und der Magier zaubert auf dieses Skelett. So, es hat nun andere Pläne und geht. Und scheint zu viel Knochen. Diesen Knochen brauchen wir nicht nehmen. Ist übrigens ein Knochen, wenn man ihn aufnehmen würde. Das ist falsch geschrieben. So, wir verzaubern ihn kurz. Und er wird zur Flöte. Flöte, Schlange, ne? Freunde alter Klischees wissen natürlich, was damit gemacht wird. Wir nehmen die Flöte und bringen der Schlange nun die Flötentöne bei. So. Wir waren sehr musikalisch und die Schlange ist gewachsen. Unser Freund Magier, der geht dahin. Unser Freund, der geht nicht die Schlange hoch, du kannst gar nicht klettern. Du gehst dahin und wartest schon mal auf den Krieger. Denn du kannst da hoch. Alles andere hier wieder ist sinnlos, man kann nicht darauf klettern, man würde runterfallen. Da drin ist ein Monster, wenn man hier einen Knopf drückt, fällt ein Stein auf seinen Kopf.
Und da sind nur Käfer, die eine Angst einjagen. Wir müssen hier nämlich jetzt katapultieren. So, einer ist oben. Zwei sind oben. Und bam. Hust, hust. Habt ihr nicht gesehen, ne? So, bam. Gut, das war's. So, das gehört mit den schwierigsten Leveln überhaupt. Wir müssen uns hier dem Zucker verweigern. Das ist Zucker. An einem Krokodil-Wachhund vorbeigehen und dieses schmackhafte Fleisch nehmen. Und um das Level zu beenden, müssen wir das Fleisch benutzen. Tada, wir haben Fleisch. Level fertig, das war's. Es hat länger gedauert, das Level zu laden, als zu spielen. Gut. Das Fleisch aus dem letzten Level opfern wir gleich an diesem Loch hier. Wir opfern es dem gefährlichen Baumgeist. Gut, das ist gemacht. Unsere nächste Aufgabe ist es jetzt mit dir, da hochzugehen. Ja, der Schmetterling ist schön. Den sollst du aber ignorieren. Die Wegfindung ist manchmal hier ein bisschen, naja, seltsam. Greif dir mal dieses kleine Dings da. Es ist ein Windsack. Gut. Diesen Windsack ignorieren wir erstmal und gehen mit unserem kleinen Klopperfreund hier rauf. Du wirst hier vorne gebraucht. Da, beim Piepmatz. Unser Freund, der Magier, der muss gleich einmal da diesen kleinen Ast verzaubern. So, lauf nicht zu weit weg, wir brauchen dich da. Gut, der Ast ist nun unnormal lang. So, geh da mal hin. Jetzt brauchen wir dich. Und du ziehst mal kurz da an dem Ast, sobald du auf meine Eingaben reagierst. Na, geh da mal hoch. Und dann zieh da mal dran. Bams. So, wir brauchen dich nochmal. Das da oben, dieser Pixelbrei, das ist kein Vogel oder sowas mit Kopf im Nacken. Der schläft? Nein, es ist der Korken, der da oben zwischen den Astgabeln hängt. Wir lösen den mal kurz. Plopp, fertig. Und das war's dann auch schon bald. Er kann da eigentlich schon stehen bleiben. Gut. So. Du musst da auch hoch. Das machen wir gleich mal. Ruck. So. Deinen spaßigen Windsack. Den lässt du erstmal hier liegen, bitte. Und nimmst dir den Korken. Den brauchen wir aus bestimmten Gründen. Das werdet ihr gleich sehen. Erstmal machen wir das Ding dazu. Schnappen wir uns wieder Windbeutel, stellen uns dahin und dann brauchen wir den Krieger. Es geht darum, den Vogel zu fangen. So, der Vogel ist sehr beeindruckt und will jetzt woanders hin. Er will nach oben. Und dann fangen wir ihn, wenn er da rausschaut. Vogel gefangen. Level geschafft. So, der Level hier geht eigentlich auch recht zügig. Man muss nur aufpassen, nicht zu nah an das Krokodil zu kommen. Das ist ja wieder ein bisschen von der Positionierung abhängig. Ist aber nicht so dramatisch. So, Vogel befreien. Ja. So, der Vogel ist wirklich höchst beeindruckt. Das bedeutet, dass wir jetzt mit dem Magier dahin gehen können.
Das kann passieren, wenn man nicht aufpasst. Und jetzt zaubern wir. Er verleiht ihm kurz Flügel. So. Macht's gut, ihr zwei. Das war fantastisch. So. Und nun schleichen wir uns zur Hintertür rein. Der Hexenmeister hat uns betrogen und wir wollen das nicht. So, Tür ist auf, wir gehen rein. Auf geht's. So, wir sind im Hinterzimmer des Hexenmeisters. Und was macht man hier am besten? Wir haben hier viel Quatsch. Aber den meisten Quatsch brauchen wir davon nicht. Wir müssen erst einmal mit unserem kleinen Grabscher hier uns die Feder da oben nehmen. So, mit der Feder kitzeln wir das Skelett am Fuß. Weil, warum nicht? So, aus irgendeinem Grund fällt dir nur ein Schlüssel aus dem Kopf. Wir kommen da noch nicht ganz ran. Wir müssen etwas anderes machen. Und zuerst einmal legen wir die Feder weg. Und greifen uns das da. Dieses Spielzeug müssen wir jetzt dahin gehen, weil die Skeletthand ist gefährlich in der Nähe des Schlüssels. Das könnte uns eventuell Schaden zufügen. Bitteschön. Dem Skelett geht's gut. Das freut sich jetzt und wir können den Schlüssel gefahrlos nehmen. Da oben ist was eingesperrt und es will irgendwas haben. Also geben wir ihm mal einen Schlüssel. Das könnte es doch sein, oder? Mann, geil. Danke, Mann. Und ciao. So. Wir müssen nun, weil es nicht offensichtlich ist, wie es weitergeht, mit dem Magier die Feder verzaubern. Die Feder liegt hier unten. Bam. Sie tun irgendwas anderes. Und wir nehmen uns mal das irgendwas anderes. Alle anderen Sachen hier sind fast egal. Da kommt der Brummsumsel reingeflogen. Und wir haben eine Patsche. Mit der Patsche machen wir Patsche. Dieses Spiel ist, wie gesagt, sehr verwirrend und manchmal sehr unlogisch. Der streckt halt die Spielzeit, ne? Patsch! Gut. Und der Zauberer. Wie gesagt, ihr werdet gleich sehen. Sehr verbogene Logik hier. Wir zaubern die Biene. Und sie wird zum Dartpfeil. Denn warum nicht? Wir nehmen den Dartpfeil. Und wo könnte man einen Dartpfeil gut hinschmeißen? Auf diese Gesichter von Hexenmeistern. Voll aufs Auge. Und da ist die Voodoo-Puppe. Die ist dann schon mal gesichert. Wunderbärchen. So, ihr seht, das war's noch nicht. Es geht noch nicht weiter. Da fehlt noch was. Was fehlt? Das fehlt. Dieses gelbe Fläschchen. Es ist nämlich ein Unsichtbarkeitselixier. Das brauchen wir dann im nächsten Level. Auf geht das. Gütiger Himmel, dieses Männchen soll unser König sein. Er wurde von diesem boshaften Hexenmeister verzaubert. Wie der Gefangene, den wir befreiten, sagte, kann uns nur Chetwin, der Zauberer, helfen tun. So, hier sind für YouTube gefährliche Sachen zu sehen. Zum ersten Mal ist es unsere Aufgabe, zur Seite zu gehen. Da können wir mich erkennen. Da ist ein Pixel. Und was kann das sein? So, wir haben hier etwas Besonderes. Wir haben hier eine kleine
Lockpfeife. Was machen wir mit der Lockpfeife? Wir gehen da oben zum Nest. Und dann flirten wir der mal was vor. So, da kommt Mama Vogel und die ist jetzt am Brüten. Während sie da am Brüten ist, gehen die anderen schon mal hoch. Und du, mein Freund, du gehst da runter. Nimmst dir schon mal das Elixier. Denn das ist auf Zeit hier, das dauert jetzt. Man kann währenddessen was anderes machen. So. Du gehst da auch auf. Was geschieht? Ein Vogel schlüpft. Doch er kommt nicht aus seinem Ei heraus. Wir könnten eventuell helfen. Ruck. Und bam. Das hat noch nicht gereicht. Wir müssen eventuell noch etwas nachhelfen mit Zauberei. So, da fliegen wir. Yay, das war voll gut. Das Erste, was wir tun jetzt, da wir hier sind, ist es, diese Hupe da zu verzaubern. Ihr werdet gleich sehen, warum das nötig war. So, sie schwebt nun aus dem Weg. Guti. Jetzt brauchen wir ihn hier. Und er hat, wie gesagt, ein Unsichtbarkeitselixier aus dem Haus 6 Meisters gestohlen. Und wir machen uns nun unsichtbar. Werden wir unsichtbar den Weg gegangen, werden wir auf die Hupe gelaufen. Und das Spiel wäre vorbei. So, benutzen. Schwupps. Da machen wir den Pumuckl und gehen darauf. Nur dumm, dass die Wegfindung so dämlich ist und ich nicht sehen kann. Seht ihr, er war nicht da, wo ich wollte. Gut, wir sind hier oben. Und da wir oben sind, kümmern wir uns nun um die komische Maus, die herumspringt. Wir nehmen die Karotte und legen sie dahin. Das findet die Maus so interessant, dass ich mal gucken muss, was wir da tun. Doch bevor wir mit der Maus irgendwas weiteres machen, müssen wir erstmal unseren Kriegerfreund hier runterbringen. Die Maus ist Ablenkung. Ich werde gleich sehen, wofür. So, okay. Hex. Auf die Ratte, die eine Maus ist. So, wir haben es geschafft. Raus hier. So, wir kamen am Hexenmeister vorbei. Das bedeutet nun, dass wir hier sind. Wir haben hier ein Feld. Auf diesem Feld wachsen Karotten und wir haben hier einen Stock und wir haben hier einen großen Stein. Und da oben wieder mal auffällige Pixel. Auffällige Pixel bedeuten, dass wir hier was machen müssen. Wir holen uns erstmal den Stock dort. So, das haben wir nun gemacht. Nun müssen wir mit unserem Freund, den Magier, hier auf diesen Stein zaubern. Da kommt man einfach nicht drauf, weil das sieht einfach nicht danach aus. So, er wächst nun zur Treppe herauf. Heran. Und wir gehen darauf. Jetzt kommen wir an den mysteriösen Pixel. Mit dem Stab. Und den benutzen wir mit den Pixeln. Pix. Und aus irgendeinem Grund wächst eine Gießkanne aus dem Stein. Natürlich. So, wir wollen nun folgende Möhrchen gießen tun. Wir möchten diese Möhre gießen tun. Wir möchten diese Möhre gießen.
Und aus dem Let's Play weiß man, wenn man sehr viel HP verloren hat, kann man auch diese Möhre gießen. Du gehst mal kurz zur Seite. Und dann brauchen wir unseren Zauberer. Und der Zauberer wird jetzt diese Möhre hier verzaubern. Und die. So, diese coole Möhre mit dem Nasenring wird uns gleich behilflich sein, indem sie uns den Schlüssel gibt. Das macht sie nicht ganz freiwillig, da helfen wir ein bisschen nach. Gut. Du gehst zur Seite. Und du gibst das her. Können wir nämlich den Schlüssel benutzen. Gut. Das war's auch schon. Schön, ne? Wir mussten ja kurz warten, das ging nicht vorher. Go! So, wir sind im Hause des befreiten... das ist gar nicht mal der Rattenmann, ne? Gut. Der sieht so ähnlich aus wie der Typ, den wir befreit haben. Ist der aber nicht. Der ist größer. Hier, in dem Level ist viel Backtracking nötig. Das ist nervig. Zuerst einmal gehen wir jetzt darüber und nehmen dieses Kästchen hier. Es sind Streichhölzer. Nun gehen wir mal den ganzen Weg hier herunter. Und wir gehen dann da lang. Das ist hier übrigens so eine Wegverlängerungsspirale, ne? Trademark. So, und damit entzünden wir nun den Herd. Seinen toten Froschaugen entzündet er das seelenlos. So, die Streichhölzer brauchen wir später nochmal, aber erstmal nicht sofort. Gut, als nächstes brauchen wir unseren Freund, den Krieger. Und aus irgendeinem Grund können wir nicht direkt aus diesem Stapel Kugeln herausnehmen. Wir müssen erst einmal gegenschlagen. Bitte keine Fragen stellen. So, Krieger, du gehst da wieder rauf. Wir brauchen dich gleich nochmal. Und du schlägst gegen die Kanone. Weil, dann guckt sie nach oben. Du schnappst dir erstmal eine Kugel. Dann packst du die Kugel da oben rein. Ja. Und die Kanone zeigt quer nach unten. Das ist gefährlich. Dafür brauchen wir die Streichhölzer. Wir brauchen den Krieger. Der Krieger schlägt wieder gegen. Oh, du wirst nur mit den Streichhölzern. Hölzern, ja, Hölzer. Diese Kanone entzünden tun. Bam. Und wir haben eine Karotte vom Dach geschossen. Ist ja nicht fantastisch. Das ist so fantastisch, dass wir die Streichhölzer erstmal hier ablegen. Und wir holen uns die Karotte. Dieses Level ist wirklich sehr unnötig langgezogen. Wir packen die Karotte in die Kanone. Nehmen die Streichhölzer. Während sich der Krieger noch einmal ausrichtet. Jetzt muss ich wieder nach vorne zeigen. Und du, mein Freund, zündest sie an.
Jetzt die Kanone im Topf. Es riecht gut und der hier wacht gleich auf. So, der Krieger richtet die Kanone jetzt nochmal aus. Dann geht er da runter und schlägt doch mal eine Kugel raus. Dann geht er schon wieder nach oben. Und du, mein Freund, lässt wieder die Streichhölzer hier unten liegen. Nimmst die Kanonenkugel. Ja, wir machen das gleiche wir machen das gleiche nochmal. Wir machen das gerade zweimal, weil wir es müssen. Und du lädst die Kanone quasi noch einmal hier, ne? Ja, und es geht wieder darum, eine Möhre von der Decke zu schießen. So, den Magier brauchen wir gleich. Du gehst jetzt auch hier runter. Das ist quasi hier mit der längste Level überhaupt im Spiel. Einfach nur wegen den unnötigen Wegen hier. So, mein Freund, du entzündest die Kanone. Haben wir fein gemacht. Da kommt das nächste Gemüse von der Decke. Und dieses Gemüse verzaubern wir mal kurz. So, haben wir gemacht. Und das nehmen wir jetzt mal auf. Es ist ein Lautsprecher. Und den benutzt er mit dem alten Mann, denn er kann es schlecht hören ohne. Und so, er schläft weiter und wir bekommen das hier. Es ist ein Holzlammer. Für den Holzhammer hat es nicht mehr gereicht und wir benutzen den Holzlammer mal hier an diesem Gong. So. Da oben ist ein kleines Pendel erschienen. Und dieses Pendel sacken wir ein. Denn wir wollen es haben. Gut. Wir sind bereit fürs nächste Level. Auf geht's. Chetwin sagt, dass nur die Statue der Ruhe verwandelt vom Feuer des Drachen Gelmor den Zauberbann brechen kann, der unser König in den Wahnsinn treibt. Da sind wir nun. So, das Level geht relativ schnell. Wir wollen erst einmal mit unserem kleinen Freund hier. Wir waren schon richtig. Das hier aufnehmen. Dieser Stein ist übrigens ein Lautsprecher. Nicht, dass das Verwechslungsgefahr gäbe oder sowas, ne? So, den Lautsprecher haben wir jetzt dahin gepackt, der natürlich kein Stein ist. Und den verzaubern wir da, nachdem wir ihn aufs Kreuz gelegt haben quasi. Und der ist größer geworden. Und er wird noch größer. Jetzt ist hier eine Leiter. Und wir besteigen diese Leiter und wir verzaubern jetzt etwas. Wir verzaubern genau diese eine Palme. Sie ist nun eine Spitzhacke geworden, aber die Spitzhacke ist noch zu fest. Deswegen müssen wir sie herabschlagen. Und... Gut. Wir greifen uns das mal. Wir haben die Hacke. Und wir benutzen die Hacke hier vorne. Wir brauchen das Pendel nicht, um herauszufinden, wo wir hin müssen. Das Loch ist da. Wir machen das einmal. Und zweimal. Und dreimal. Und viermal. Das war's. Level durch. Und
sind wir auch schon beim Drachen. Gut, als erstes werden wir jetzt mit unserem Kriegerfreund wieder mal etwas aus großen Haufen herausschlagen, weil wir einzelne Sachen nicht anders nehmen können. Bam! Ein Stöcksche. Diese Stöcksche nehmen wir uns gleich mal. So. Entschuldigung, ist ein Scheit ist das. Und mit diesem Scheit werden wir diese Falle hier auslösen. Haben wir fein gemacht. Den Stock packen wir jetzt weg. Und gehen kurz zur Seite. Jetzt brauchen wir unseren Freund, den Magier. Der Magier. Der Gant. Nein, der Gant nicht. Da kommt er hier mal rüber. Und hier runter. Und dann wird er mal kurz den Scheit verzaubern. Und aus dem Scheit wird, man sehe und staune, ein Deo. Naja, das Deo packen wir darauf. Gut. Wir haben hier unten was wir haben wollen. Wir müssen uns hier aber beeilen. Das ist wichtig. So, wir müssen das Ding hier verzaubern. Und dann gleich wieder weg. So, klickeli-klick. Klickeli-klick. Denn der Drache zaubert sofort los, sobald wir, feuert sofort los, sobald wir da länger stehen. Nicht jetzt direkt, aber sobald wir hier sind. So, wir nehmen nun den Samen, der da im Beutel wieder ist. Wie bei den Vögelchen das auch war, beim Feld. Ein paar Level zuvor. Gut, und gleich wieder weg. Denn wie gesagt, er fackelt uns dann gleich ab. So, wir nehmen jetzt nichts, wir gehen da hoch. Und haltet euch fest, logisch Rätsel wieder mal. Wir benutzen nun den Samen. Und es kommt ein abgehackter Fuß angehoppelt. Manche alte Füße, die ja in Höhlen leben, stinken. Deswegen sprühen wir sie mal kurz mit Deo ein. Haben wir fein gemacht. Er riecht nun nach Alpenfeilchen. Und wir können ihn einpacken. Wir haben jetzt einen Fuß dabei. Ich habe was von Feuer erzählt, ne? Wir packen den Fuß jetzt da vorne hin. Und gehen schnell zur Seite. Oder ein Dingdrache. Gelmoor. So, der Fuß brennt und wir kannten ihn kaum, naja. Doch erst nur ein Braten. Ja, wir haben einen abgehackten Fuß in einer Höhle mit Samen angelockt, ihn mit einem Deo besprüht, weil er zu sehr stank und haben ihn von einem Drachen in einen Braten verwandeln lassen. Bitte stellt keine weiteren Fragen, ne? Wir brauchen einen Braten hierfür. Das Ding lebt. Es hat viele spitze Zähne und ein Auge. Das werdet ihr gleich sehen. Wir benutzen den Braten nun mit der lebenden Falle. Mach's gut, Fuß. Om nom nom nom. Das hätte auch mit uns passieren können. So, wir sehen hier oben einen Knochen und ein Schwert. Uns interessiert nur das Schwert. Das Schwert ist übrigens ein Dolch. Naja, die sind recht klein, ne? Vielleicht ist das wirklich ein Dolch und sieht für uns die aus wie ein Schwert. Wir packen die. Es macht wieder keinen Sinn. Wir packen den Dolch hier oben rein, zum Drachen. Da oben auf das Podest. Dann gehen wir zur Seite. Und damit der Drache... Na, damit der Drache... Punkt, Punkt, Punkt. Den Griff anzünden kann. Ja, das ist es. Und nun zündet er uns den Hintern an. Das war kein Problem, denn wir gehen jetzt. So, wir sind wieder hier. Und es hieß irgendwie, dass wir die Statue erleuchten sollen, ne? Dann machen wir das doch mal. So, mein Freund, du hast den Dolch und du gehst damit da hoch. Und
Worte mit dem Dolch, zündest du jetzt hier vorne seinen Mantel an. Wie gesagt, ohne Trial and Error kommt bei diesem Spiel einfach nicht weiter. Wir packen jetzt den Dolch dort oben rauf. Und bekommen, haben wir samt der Statue hätte gemacht. Warum? Weiß ich nicht. Haben wir gemacht. Die Statue wacht jetzt langsam auf. Findet das voll schnaufte. Und zündet alles an. Wodurch dann aus der Voodoo-Puppe ein Schlüssel wird. Wir gehen auf die andere Hand. Und stecken der Statue den Schlüssel ins Ohr. Weil, warum nicht? Jetzt gehen wir wieder dahin. Und werden weggezaubert. So, das machen wir jetzt mit allen. Was lernen wir daraus? Don't drink and level design. So, du bleibst wohl nur noch du, hä? Huh? Na komm. Okay, das war der Level. Auf zum nächsten. Während der König aus seinem Schloss, aus seinem Wahnsinn erwacht, machen sich die drei Kobolde, wie es ihnen Chetwin geraten hat, auf die Suche nach der Zauberwaffe. So, wir haben hier unmöglich viele Gegenstände. Wir haben hier Bücher, da insgesamt drei, das ist eine Treppe, das Buch, hier haben wir einen Gruseltypen, der schreibt, hat Feder, Schreiber also. Und wir haben hier Gegenstände. Wir haben hier unter anderem, haben wir da oben, eine falsche Nase. Mit der falschen Nase gehen wir jetzt mal hin und reden mit dem Typen. Das kann dauern. Er ist nur mäßig beeindruckt. Okay, wir packen das Ding weg und tauschen es gegen diesen Klotz da oben aus. Das ist Seife. Wir nehmen nun die Seife und reden mit dem Typen. Auch das kann wieder dauern. Das ist sehr amüsant. Unsere Freunde haben gerade gelacht. Auch er findet das schon viel besser als vorher. Doch nicht lustig genug. So, um den Humor an seine Grenzen zu treiben, brauchen wir Bananen. Die schlagen wir da oben aus der Staude heraus. Mit Gewalt und eventuell Tonfehlern, werden wir gleich hören. Gut, das haben wir gemacht und gehen kurz zur Seite hier. Du nimmst nun diese Banane. Und du benutzt die Banane wieder einmal mit dem kleinen Schreiberling hier. Die Reihenfolge der Gegenstände ist egal, aber es müssen auf jeden Fall alle drei sein. Und das findet er unnormal komisch. Da, er regt sich ab und er schreibt uns etwas Schönes. Er gibt uns ein Buch. Und dieses Zauberbuch
Ist das Lustigste, was jemals jemand gehört hat. So, wir müssen durch das Tor. Und wir werden das Tor aufzaubern. Da waren gerade die besagten Tonfehler. Die ignorieren wir mal kurz, indem wir das Level beenden. So, hier ist ein unglaublich großer Ritter. Wir sehen, da oben ist ein Pixel, der wird interessant. Und da unten ist ein Pixel, der ist auch interessant. Wir gehen zuerst zum unteren Pixel. Und den zaubern wir kurz an. Das ist der Falschpixel gewesen, den Pixel da. Das große Geheimnis ist jetzt, wie man ihn am besten trifft, ne? Jetzt haben wir. So. Ich bitte das kurz zu entschuldigen, das ist mal das Spiel. So, das Ding kann man nicht erklettern. Deswegen muss man da mal kurz gegenhauen. Bams. So, wir haben jetzt hier eine Leiter. Da klettert der Zauberer kurz hoch und zaubert da den Korken aus dem Ohr. Bup, das klappt ja ganz gut. So, das ist gemacht. Das bedeutet, dass jetzt der Riese hier gut hören kann. Bup. Das klappt natürlich nicht. Komm, geh mal zur Seite bitte. Wir brauchen jetzt unseren Meister der Komik. Lies mal bitte vor, was da steht. Er hat einen Finger im Weg. Wir kommen nicht durch. Das ist das Problem. Er lacht Tränen. Das ist fantastisch. Wir freuen uns darüber, dass er glücklich ist und legen das Buch darunter für spätere Ergüsse der Literatur. Wir holen uns den auffälligen Pixel da oben. Gut, es ist ein Köder. Und diesen Köder tauschen wir gegen die Schale da oben. Boink, boink, die Frisur. Das ist geil. So, das machen wir mal kurz. Das ist getauscht und wir packen die Schale da unten hin. Uah, da kommt eine Kreatur aus dem Schatten, wer hätte das gedacht? Vor allem, wenn man eine Köder nicht austauscht gegen das Ding, kommt das Ding nicht raus und man sieht es einfach nicht. Es ist wirklich teilweise echt schwer, darauf zu kommen, auf diesen Blödsinn, ne? Gut, die Position ist richtig. Wir lesen doch mal was draus vor. Erzählen wir unglaubliche Neuigkeiten hier. So, wir haben jetzt hier unten nämlich lustige Tränen schon. Und die Tränen des Riesen können diese Kreatur da oben besiegen. Was das Ganze soll, warum wir das machen, sehen wir dann. Wie gesagt, Logik ist nicht unbedingt die Stärke des Spiels. Also wirklich Versuch und Fehler, was man machen muss. Bup. Und er wird zu einer Steinschleuder. Na gut, weiter geht's. So, hier haben wir gar nicht mal so viel zu tun. Wir benutzen die Steinschleuder mit den Bananen da oben. Gut, dadurch zeigt sich uns ein Hebel.
Wir schlagen diesen Hebel. Der ganze Rest ist unnötig. Der schwimmende Köder, das ist unnötig. Dass hier alles weg ist, braucht uns auch nicht so groß aufzuregen. Und bup. Jetzt geht das Tor auf und es kommt ein Hai heraus. Es ist ein wirklich sehr freundlicher Hai. Er liebt uns, wir lieben ihn, deswegen reicht er uns die Flosse. Und wir klettern auf seinen Rücken. Ist ein entfernter Cousin von Flipper. So. Und wir steigen alle auf seinen Rücken. So. Nur noch du fehlst, mein Freund. Komm auch mal her. Und sobald er darauf steht, ist auch das Level schon wieder geschafft. Wie gesagt, von der Videodatei, die ich gerade aufnehme hier, ist ein Drittel nur Ladebildschirm. Schnall ich raus und dann ist es sehr, sehr kurz. Gut, das war's. Auf geht's. Die Kobolde flohen über das Wasser in Richtung der unterirdischen Grotten, wo der Hexenmeister mit einer schädlichen Mixtur die Schätze der Erde vergiftete. Und da ist der Schandfleck, Hexenmeister. So. Zuerst einmal wollen wir ganz gemein sein und hauen ihn hier gleich mal die Schleuder in den Kopf. Wie kann er es wagen? Da hilft nur eins. Ein gezielter Schuss an den Hinterkopf. Und... Piu. Mua. Das war vielleicht nicht so unbedingt die gute Idee. So. So, der erste wurde gefangen genommen. Das heißt, wir müssen ihn retten. Wir kommen noch nicht auf das Skelett. Das heißt, wir müssen alle Pixel absuchen und finden heraus, dass das hier wieder mal zu einer Steintreppe werden kann. Na gut, ne? Tonfehler und so. Ihr wisst, wir werden jetzt mit dem Zauberer... Mit dem Zauberer? Ja, mit dem Zauberer hier ihn anzaubern. Gut, er ist gerettet. Dafür hat sich jetzt der Zauberer verwandelt in eine Schildkröte. Und auch er muss gerettet werden. Dafür schnappen wir uns erstmal jetzt hier Le Sack. Halt. Die Schleuder brauchen wir noch einmal. Wir müssen nämlich das Seil hier holen. Genau, Maßen nehmen. Zielen. Und jetzt haben wir das Seil unten. Das brauchen wir kurz. Ich habe durch einen falschen Fehler begangen. Das kostet uns ungefähr 3 Sekunden. Ah. Wir kommen nicht direkt hoch zu ihm hier. Wir müssen das Seil hier raufwerfen. Auf diese kleinen Zacken hier am Flügel. Sporne. Wie auch immer sie heißen. Zup. Gut, jetzt können wir den Sack nehmen. Ich war da bereits einige Schritte voraus. Genau, einer fehlt noch. Habt ihr richtig geraten? Geht ja nicht an, dass nur einer in Gefahr gerät. Alle geraten hier bei mir in Gefahr. So, du gehst da mal zum Seil. Du gehst da mal hinauf. Und du haust dir nun voll aufs Auge. Uff da! Das finde ich richtig gut, ey. So, ich glaube, Spinne, so hat er sich gedacht. Und macht ihn zur selbigen. Das bedeutet, dass wir jetzt die leere Tasche, die wir haben, unter ihn packen. So als Auffanghilfe und so. Die ist weich. Gut. Und du, mein Freund, du gehst da mal wieder rauf zu ihm. Das ist gleich eine wichtige Aufgabe. Okidoki. So, wir müssen noch unseren Freund retten. Das machen wir gleich, indem wir das Seil zerschließen, an dem er hängt. So, Meisterschütze. Opus wird hier jetzt einmal kurz auf seinen Freund schießen, aber direkt über seinen Kopf natürlich. Zielen. Schießen.
Aber du bist hier falsch. Es geht wieder auf Zeit. Du musst hier runter. Du gehst zur Seite. Du gehst dahin. Und du, zaubere ihn an. Schnell, greif zu! Er ist eingesackt. Das war's. Geh nochmal kurz hin. Und präsentiere uns die Tasche. Da ist er drin. Wir haben es geschafft, Leute. Und Time war das. Wir haben es geschafft. Der Hexenmeister ist eingefangen, der König ist gerettet. Unsere Helden kehren zurück, werden von allen Seiten gefeiert hier. Die Grafikstile der ganzen Goblins hier passen überhaupt nicht zusammen. Aber wen interessiert's? Der Hexenmeister ist in der Flasche eingesperrt. Das ist fantastisch. Freunde, das war Goblins. Wir haben es durchgespielt. Wir haben es perfektioniert quasi. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.